So, hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles 4. Beim letzten Mal haben wir ein Vorratslager eingenommen, um die Vorräte zu zerstören und ein bisschen was natürlich auch selbst mitzunehmen. Und dann haben wir uns endlich zu unserem Treffpunkt begeben, wo wir allerdings etwas zu spät angekommen sind, leider. Deswegen waren auch schon die meisten tot und das ist jetzt relativ blöd gelaufen irgendwie. Aber anscheinend wurden wir von riesigen Schiffen gerettet. Juhu! Werden wir aber erstmal nicht erfahren, was genau da passiert ist. Denn erstmal erfahren wir jetzt die Vorgeschichte von Kai und dem anderen Kai oder so. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was genau wir jetzt herausfinden werden, aber irgendwas mit Kai und warum sie jetzt Kai heißt. So cold. Und das interessiert mich ja schon seit einer ganzen Weile mittlerweile, also gerne mehr davon. Don't sneeze, Raz. You'll give us away. Machst du gut, Raz, machst du sehr gut. You. Close one. Either the enemy finds us or we cause an avalanche. Either option sounds great. Man, this sucks. Head's getting all foggy. Don't tell me you've got a fever now. What? Are you invincible to everything but the common cold? Damn it. Too tired for a comeback. I'll think of one later. Man, I hate watch duty. All this standing around cramps my style. I'd rather be scouting. I know what you mean. If I stay here much longer, we'll have to chisel me out of this position. Then again, our mouths are the only things we can move. Well, got any good stories? Stories, huh? Well, if you want to hear about Claude screwing up in training, I got a million of them. That's tempting. But you know what I really want to hear? Kai's story. Ja, genau die will ich auch hören. Gut, dass ich einer Meinung mit dir bin, Riley. Das ist seltsam, aber gut, meinetwegen. Oh. Well, this one time, Miles accidentally ate Kai's rations, and then... Ich glaube nicht, dass sie das meint, Raz. Und ich glaube, das weißt du auch. Raz, don't play dumb. I want to know how Lena became Kai. Everyone just goes along with it, so I've never asked. But all things considered, is there really any point in keeping it a secret anymore? Or are you not allowed to tell an outsider like me? Nah, it's not like that. You're a member of Squad E through and through. And since you're one of us, you deserve to know what happened with Kai. So fine, I'll tell you. It was right before we got sent out into the field. Ich glaube ja immer noch, dass er tot ist, aber ich glaube, das wäre zu simpel mittlerweile. Irgendwie wirkt es mittlerweile zu simpel, dass er einfach nur tot ist. Einfach nur, ja. Als wäre das nicht das Schlimmste, was das sein könnte. 1934, winter, I think. A couple months after we got assigned to the Ranger Corps. What's the hold up, Miles? Your time's 10 minutes slower than yesterday's run. Of course it is. We only ran in light gear before today. Now they're making us carry the heavy stuff. 10 kilometers at a full run? Through a mountain trail? The sergeant's trying to kill us. I'm not gonna make it. Come on, man. Nobody's gonna keel over dead by jogging through a scenic nature trail. We already went through hell to get in the Ranger course. But we only survived that thanks to Claude and Kai. The Ranger course is going to be harder than anything we've faced before. Can't you ease up a little? What, you want sympathy? I don't know what to tell you, man. I'm a real hard ass when it comes to training. Sorry, Miles. It's not easy keeping track of everything all by myself. No shit, you're by yourself. Last I checked, this squad's only got one commander, you. Oh, right. I know. I've been relying on Kai too much. Well, he's gonna be gone for a while. You gotta keep it together, man. Yeah, but where'd our bro even go? Wait a second. He wasn't snapped up by some other squad, was he? No way. I heard Command put him on a secret mission. I wouldn't pry too deep into that. Even I don't know exactly what he's up to. Still, getting handpicked by the brass for special forces. No wonder. I mean, he's a non-commissioned officer who can kick ass and take names. Could be he's working personal detail for the higher-ups. Or maybe delivering classified intel.
He's been gone 2 weeks now. What's he doing out there? Special Forces. So cool. He'd better tell us all about his adventures when he gets back. Well, well. I thought I was training soldiers, but looks like I got a bunch of chatty goddamn Kathys instead. Ah, crap. 10K just wasn't enough, huh? One more lap, all of you. Get moving. Sir, yes, sir. Okay, scheinbar ist er wirklich nicht tot. Aber er wurde woanders eingesetzt als in Squad E halt. Und er kam jetzt nicht zurück, okay? Claude and I were on standby from watch duty. Hm? Who's there? It's me. What the? Kai? Claude, Raz. Good. Looks like watch duty's on schedule. I need to tell you something. Just keep quiet for now and listen. Kai, your leg! You're hurt! It is what it is. I just screwed up on my last mission. Wait, you... What happened? You're Kai. You don't just screw up. We can talk later. You need a medic. No time. Right now, I need you to listen. I'm leaving the military. I've got no other choice. Huh. What? What the hell are you talking about? You signed up before any of us did. Kai, this squad needs you. And deserting is a serious crime. You of all people should know that. Oh, I do. But I don't plan on deserting. Huh? Squad E's training will be over soon. When that happens, then you'll be assigned for deployment. New station, new superiors. And that new drill sergeant. You've only been with him a week. He doesn't know my face, right? Aha. Ernsthaft? Gut, dann werde ich jetzt aber trotzdem noch nicht erfahren, warum Kai abgehauen ist, oder? Well, I mean, yeah, I guess so. Aber gut, das ergibt Sinn. Das ergibt definitiv Sinn. So I'm sending in a double. As far as you're concerned, Kai Shulin is someone else. They'll be taking my place for training and beyond. You? What the hell are you thinking? I can't allow this. Not just as your friend, but as commander of this squad. Swapping in a body double? Why can't you just go through the process? You can get a discharge. I can't. I can't, damn it. Not anymore. Not like this. Kai? Please. You two are the only ones I can turn to. How long have we known each other, man? This is the first time you've asked us to do anything. Just tell me one thing. We can trust you on this, right? Justice shall be served. That's what I swore to you and the rest of our friends. Fine. Raz, we can't do this. It's against the... I'm a soldier too, man. I know. But our best friend for life is begging us here. I got a code that's way more important than army ranks. Claude, please. If this goes south, all the guilt is gonna fall on your replacement's head. Even then. Are you sure? Yes, I'm well aware. But I've realized, just beating the Imperial Alliance won't change a thing. I need to put an end to this war, once and for all. Fine. That's all I had to say. It's almost time for the shift changes. Go. But you're hurt. I'll be fine. If you two don't show up on time, you'll only draw attention. Go. Come on, Claude. We gotta move. Don't die out there, Kai. Was zur Hölle hat er bloß vor? Er will den Krieg ein für alle Mal beenden? Außerhalb der Armee? Ha. Ich glaube, das wirft noch einige mehr Mysterien auf, als wäre er einfach nur gestorben. Und wie gesagt, es wird definitiv jetzt nicht alles aufgeklärt werden, davon gehe ich ganz fest aus.
Ich glaube nicht, dass er denen erzählt haben wird, was genau er vorhat. Ja, sie. You? But how are you supposed to? I mean, you're a girl. How is his sister supposed to play his double? Come on, Kai. There's no way this is gonna work. My brother already told me what to do. He also said you two could make it work somehow. Look, Lena, you know what you're getting into, right? If your cover's blown, you'll be court-martialed, and... Lena who? My name is Kai. Yeah, sure, great. Yeah, that's fine, but it doesn't change the fact that you're... I mean, you're obviously... Is there some kind of problem? No. Claude, is everything okay? Hmm? Who's this? It's Kai. Huh? So, who is this girl? Das ist Kai, hast du gerade gesagt. You heard her. From this day forth, she's Kai Schulin. I can't believe you agreed to this, Claude! A body double? If an officer finds out about it... Well, yes, you're right to be concerned, but... Maybe we should back out now and pretend it never happened, before things get messy. But this is what Kai wanted, so... Why would Kai put you up to a crazy stunt like this? Good question. Raz? Can you explain? What? Throwing me under the tank? You son of a... Hey, du wolltest unbedingt, dass wir das jetzt echt durchziehen, also los! Out with it, Raz. I'd hate to have to report this to our superiors before you can explain yourself. Whoa, 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 hold your horses! Now there's a very good explanation for all of this, I... Really? And what might that be? Well, you see, it's... This is, Lena Schulin's dream. Yep, ever since she was little, she wanted to join the Ranger Corps. Ja, genau das. When she was a kid, she'd always go on and on about being a ranger, keeping the peace, saving the homeland. She may be small, but she's been working her ass off for this since she was a kid. Und sie hat auch einen echt hübschen Ar- Is that true? But her parents were totally against it. Didn't want their precious daughter living the soldier's life, see? So, that's why her brother enlisted in her place. I mean, once you're in the military, your ma and pa can't do a damn thing about it, get it? This was their plan all along. They were just biding their time until the right moment for a big switcheroo. Hot damn, that's one hell of a gambit. I always figured Kai had no sense of humor, but if this is his idea of a joke, it's a darn good one. That aside, this is a clear violation of military code. Even if it's for Kai, we're playing a dangerous game. Das ist mir egal. Wir ziehen es jetzt durch, wir sind ja schon dabei. Jetzt haben wir jetzt noch eine Wahl. Offiziell angenommen, klingt gut. I don't know if this is going to work, Claude. No, it'll be fine. Just leave it to me. I'm not gonna deny it. This plan is insane. But we're Squad E. Doing the impossible is our job, right? That's precisely why Kai trusted us with his sister. He knew we could pull this off. There is no way this'll work. I mean, they're not even the same gender. How are we supposed to... Hey, es ist Japan. Es ist nicht Japan, wir sind in Europa. Aber eigentlich ist es der einzige Grund, warum es funktioniert, weil es ein japanisches Spiel ist und japanische Namen unisex sind. Oder zumindest die meisten oder alle. Ich weiß es eigentlich ganz ehrlich gesagt nicht, ob es alle sind oder nur die meisten. Aber ziemlich viele Namen sind jedenfalls in Japan ja unisex. Also hätte es in einem anderen Kontext einfach nicht funktioniert. Deswegen habe ich es auch nicht hinterfragt, dass sie Kai heißt am Anfang des Spiels. No worries there. I mean, she may be a woman, but it's not like she's girly. Hell, she's more butch than most guys here. Just think of her as a guy with some glandular shit that looks like TNA. Warum erklärst du ihr das? Sie ist selbst eine Frau. I'm just saying, okay? Oh, what? You gonna hit me now? Don't mind if I do!
Ja, verdient, wie immer. Well, you weren't wrong. I'm more man than a boy like you. Oh, goodness. But Raz is one of the best at CQC in the whole unit. And she dropped him in one hit. There. See everyone? That proves it. Yeah. Das ist ein guter Beweis gewesen. We want to get through the Ranger course. We need Kai on our side. We don't have to worry. Now that the test is over, our superiors won't pay much attention to personnel. If we make it through training, we can pull this off. I know we can. So, please. I want everyone working together on this. Come on, Kai. Please. I need your help. Well, after seeing what she's capable of. I think it'll be a ball having you around. My thoughts exactly. She's got guts, and that's what counts. You're one of us now! Let's do our best together. I wasn't expecting homework after the Ranger test. This could be a delicate operation. Maybe, but we're squaddy. We'll make it happen. Thank you. All of you. Well, Kai, you might just pull this off after all. Glad things worked out. Ja, danke, Raz. Du warst ein gutes Versuchsobjekt. Haben wir gar keinen Einsatz in diesem Interlude? Sieht langsam echt nicht mehr danach aus, irgendwie. Scheint echt nur sehr, sehr viel Story zu sein. Oder die Mission ist sehr klein auf der Seite abgebildet. Lina became Kai of Squaddy. And you can probably imagine what happened. It was just one thing after another. Come on, Maggot! Keep that ass up! Hey! Hey! Huh? What was that? Sounded like a girl. No! It's a snake. Jeez, calm down. It's just a coil of rope. Oh, how silly of me. You again? I said no chit-chat during training! Believe me, we had some close calls. Kai Shulin! Your time on the short-distance sprint's gotten better! Huh? Whoa! What the... Private, your chest is bulging! Wait a minute. Shulin, are you... Ist das nicht aus ganz anderen Gründen total offensichtlich? Was zur Hölle, Mann? Als würde sie so männlich aussehen. Crap. This is bad. I'll handle this. Oh, sorry about that, but we had to teach him a lesson. Lesson? Yeah. Kai barged into the woman's showers yesterday. Can you believe him? Wie kann er nur? So we had to punish him. If he likes girls' underwear so much, he's gotta wear them during training. How do you like that, Kai? No more accidents, huh? The women's showers? Private, I have never been more in shocked and appalled. Ja, ich verstehe dich schon, alles gut. All right, maggots. Kai's mistakes are your mistakes. You all get another 50 laps. What? The problems just kept coming like that. Another day, another cover-up. Thanks to everyone's help and Kai's sheer willpower, we somehow made it through. But then, at the very end of the Ranger course, during marksmanship training... Today it's target practice, privates! We'll be using live ammo for this one! Whew! Looks like it's my time to shine. Kai Shulin! What? Sir, yes, sir! Word is you're the best shot in this squad. You sure don't look it. Oh man, we're boned. Yeah, Kai was our best marksman. If she screws this up, they're gonna know something's off. Damn it, what do we do? Hey, Maggot! You got something to share with the class? Sir, no sir! Sergeant, I have a suggestion for today's training. Hmm?
Tatsächlich ist die Mission nur sehr klein auf der Karte abgebildet, auf der Seite, wie auch immer. Also, die andere Kai, galianischer Scharfschütze. Das könnte interessant werden, aber ich gehe erstmal ganz kurz ins Hauptquartier, bevor wir damit anfangen. Und dann, ja, kriegen wir das schon hin irgendwie. Yo, Claude, just so we're straight, you're sure this is gonna work, right? Nein, absolut nicht. Ich weiß noch nicht, was der Plan ist, aber mal sehen. Wir schleichen also aufs Trainingsgelände, ohne dass die Ausbilder uns sehen. Lina schießt auf die Ziele und wir auch. Dann tut sie so, als hätte sie getroffen. Was? Im Ernst jetzt? Okay, klar, warum nicht? Zum Glück sind alle Ziele Lancers von Truppe E und wissen, was los ist. Nur wenn ein Ausbilder was merkt, ist es aus. Wir bleiben besser versteckt im Gras. Und erwarte nicht, dass Lina was trifft. Das ist ziemlich aussichtslos. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger glaube ich, dass das funktioniert. Ach, halt die Fresse. Betritt den feindlichen Abwehrradius, klaut Raz, beendet eine Runde, ohne versteckt zu sein. Greife einen Feind an, der kein Ziel ist. Okay. Ich kann nichts positionieren. Wir fangen also an und mal sehen. Das ist mal eine vollkommen andere Mission. Let's go kick some ass! We can't let them blow our cover. Kai, Raz, I'm counting on you. Ach Mensch, dann frage ich mich aber, wie sie es geschafft hat, jetzt mittlerweile echt so ein guter Scharfschütze zu werden, wenn sie hier noch so scheiße war. Training starts now! Da muss sie ja echt hart trainiert haben. Raz, are you ready? Yeah, locked and loaded. Alright. Remember the plan? Shoot down the targets and make it look like they're Lina's shots. The instructors are keeping a close watch on the place. We have to make sure we aren't discovered. If they get too close, duck into the bushes and take cover. Roger that. Okay, klingt aber erstmal gar nicht so schwer. Sind es echt nur die drei Ziele? Das geht ja, würde ich mal behaupten. Abwehrfeuerreichweiten, okay. Die Abwehrfeuerreichweite eines Soldaten hängt von seiner Klasse ab. Aufklärer können im 270 Grad Winkel abwehren, andere Klassen im Blickwinkel von 90 Grad. In dieser Mission bedeutet das Betreten des Abwehrbereiches eines Feindes die Niederlage. Achte auch auf ihre Blickwinkel. Aber Lancer können doch gar nicht verteidigen, oder? Oder sind ziemlich viele Gegner sogar? Oh, scheiße. Und ich darf nur die Ziele treffen. Die anderen sind nur Deko oder wie? Warum sind die überhaupt da? Ich habe keine Ahnung. Ach, das sind einfach nur irgendwelche und die Lancer sind tatsächlich aus Squad E, deswegen sind die halt eingeweiht. Aber die anderen wissen nichts davon, deswegen dürfen die mich auch nicht sehen. Okay, das ergibt Sinn, glaube ich. Ja, ja, doch. Ach so, das sind nur... Ah, ja, okay. Sorry, ich muss gerade sehr viel nachdenken über diese Mission und den Sinn dahinter, aber... Klingt eigentlich ganz logisch. Wie weit können die denn gucken? Ich weiß es nicht. Ja, ja, den will ich umbringen, in Anführungszeichen. Ich will natürlich nicht wirklich umbringen. Will ich mich vorher im Gras verstecken oder reicht es, wenn ich danach ins Gras gehe? So, Claude, just hypothetically, hitting one of the instructors would be a bad idea, right? Do you really need me to answer that? Hey, I'm just checking. More importantly, is Lina gonna be okay? She's gotta match our timing perfectly. I don't think we'll have to worry about that. Even when we were little, Lina was always quick on the uptake. That's probably why Kai trusted her to do this. He knew she could handle anything they throw her way. God, guess it runs in the family, huh? Yeah. Was ich mich gerade frage ist, wie wollen sie gleich so tun, als würde Lina oder Kai oder was auch immer mit dieser Waffe schießen. Ich meine, Raz will doch jetzt nicht nur einen einzelnen Schuss abfeuern, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich probiere das jetzt einfach raus. Ich muss sie doch eigentlich noch einmal treffen, oder? Ich weiß es nicht. Okay, er hat doch nur einen einzelnen Schuss abgefeuert. Ich dachte schon, er würde jetzt einfach mit der Sniper in Anführungszeichen stumm feuern. Ich meine, haben die vom Imperium auch schon geschafft, ne? Hab ich gehört. Whew, I can't believe that worked. Oh, this
This is way more nerve-wracking than I thought it'd be. I almost had a heart attack there. Glaube ich dir. Aber wenn wir das geschafft haben, schaffen wir den Rest jetzt auch noch. Du bleibst jetzt einfach bitte hier. Das war natürlich auch erstmal sehr simpel, ist das Ding. Von wo aus kann ich dich treffen? Kann ich dich von da aus treffen? Ich werde es jetzt austesten. Lord, bitte renn mal. Und lass dich nicht entdecken. Aber er guckt hier nur nach vorne, ne? Und wenn ich im Gras an ihm vorbeischleiche, sollte es ja reichen. Eigentlich. Die Frage ist halt, wie gesagt, ob ich den jetzt überhaupt von hier aus treffen kann, den Lancer. Vielleicht von ganz da hinten. Aber eigentlich nicht, ne? Eigentlich sieht es echt nicht danach aus. Oder bist du... Doch, doch, da bist du. Sollte sehr machbar sein eigentlich. Woher auch immer Lina jetzt weiß, dass sie in diesem Moment schießen soll. Warum nenne ich sie jetzt mal Lina? Es ist richtig schlimm gerade. Nee, ich treffe von hier aus doch nicht. Muss ich noch weiter zurück oder bin ich zu weit weg schon? Ist das das Problem? Das kann ich halt gerade absolut nicht einschätzen. Nein, nein, okay, das sollte machbar sein. So, drauf da. Oh ja, wie gut. Ich verstehe den Sinn von dem, was wir gerade tun, einfach absolut nicht. Weil, wenn die eh eingeweiht sind, dann könnten sie sich doch auch einfach, wenn Kai schießt, so umwerfen und so tun, als wären sie getroffen worden. Und wenn es darum geht, dass sie einfach nur getroffen werden müssen, dann ergibt es auch keinen Sinn, weil die müssen doch dann, wenn dann sehen, dass der Schuss aus einer ganz anderen Richtung kommt. Das ergibt doch keinen Sinn, ich verstehe es nicht. Wenn es schon darum geht, dass sie einen Schuss sehen wollen. Aber egal. Oh, sorry. Just got a little carried away. Well, I know how you feel. The pressure is getting to me too. In any case, this next target is the last. Let's end this. Claude, calm down. You're freaking me out. Das sollte aber eigentlich das auch die schwerste, das schwerste Ziel noch sein zum Erreichen. Ich hätte noch weiter kriechen können. Egal. Ich weiß noch absolut nicht, wie ich da hinkommen will. Tun die Gegner in ihrer Phase irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Und ich sehe gerade, dass da eine Leiter ist. Ich glaube, ich will hier runter und in das Gras gehen und von hier aus da hinschießen. Ich werde also erstmal noch ein bisschen weiter in die Richtung gehen auf jeden Fall und dann werde ich die Phase aber beenden. Ich werde das nicht mehr schaffen jetzt gerade. Und der wird mich sehen, wenn ich jetzt aus dem Gras gehe. Das heißt, ich bleibe jetzt gerade im Gras. Aber da hinten sollte ich dann aufstehen können auf jeden Fall. Okay, siehst du mich jetzt, wenn ich aufstehe? Ich hoffe halt nicht. Ich hoffe halt wirklich nicht. Offensichtlich nicht, okay. Und hier bleibe ich im Gras und dann beende ich die Phase. Und beim nächsten Mal werde ich da hinten hinrennen. Und ja, das sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein, oder? Wenn ich das gerade alles richtig verstehe, was ich hier tun soll. Phase beenden, bitte. Werden die Feinde überhaupt irgendwas tun? Nein, oder? Doch, tatsächlich, die werden sich bewegen. Oh, das ist ja nett, dann ist es ja viel leichter gleich. Und dann kann ich da ja auch vorbeirennen, theoretisch. Wenn ich das will. Haben wir gerade echt die richtige Einheit da rumlaufen? Warum sehen wir jetzt die richtigen Einheiten gerade auf dem Boden rumlaufen? So sah das bisher noch nie aus. Hä? Hä? Das ist ja mal total weird. Aber gut, meinetwegen. Ist das so ein kleines Männchen. Das ist süß. Aber warum? I don't get it. Aber gut, meinetwegen. Ich werde dich von hier aus wohl nicht treffen können, aber von wo aus kann ich dich denn treffen, ist die Frage. Ich stehe mal eben auf. Ja, steht der im Weg? Hey, you! What are you doing? Hat der mich gesehen? Crap, we're had. Claude, run for... It's too late, Raz. This is the... Echt? Looks like it was an... Okay. Mission fehlgeschlagen, wow. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder soweit bin. Ich mache erstmal alles so wie... bisher. Oh, das war scheiße. Ich dachte, die können nicht so weit gucken. Ich dachte, die sind kurzsichtig alle. Okay, ist jetzt wieder alles so wie gerade. Nur, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht mit Claude einfach da wieder reinrennen werde, sondern stattdessen versuchen werde, mit Raz mal ein bisschen vorzurücken. Wenn der hier noch durchs Gras kriecht und da hinten wieder aufstellen, sollte es ja kein Problem sein. Wird er ja nicht entdeckt, glaube ich. Hoffe ich. Ich wüsste nicht von wo. Und dann könnte er wahrscheinlich Leiter runterklettern. Das Ding ist halt, er kann leider nicht so weit laufen, weil er ist ja nur ein Stoßtrupp. Aber dann dauert das Ganze halt ein bisschen, ne? Ist jedenfalls gerade die einzige Idee, die ich so habe. So, wir rennen jetzt hier rüber. Oder, ja, nur hier rüber. Dann hier runter.
Der hier war, hat sich ja netterweise auch schon aus dem Weg begeben. So, aktuelle Aktion beenden. Weil der stand ja vorher hier, der ist jetzt hier hingelaufen. Das heißt, ich glaube, das ist der richtige Weg, den ich jetzt gerade gehen soll. Tatsächlich. Vielleicht wäre es ganz viel cleverer gewesen, wenn ich von Anfang an mit Raz hier lang gelaufen wäre und mit Claude hier lang. Aber dafür ist es jetzt wohl schon zu spät, nicht wahr? Genau. Kann ich jetzt gerade ohne Probleme aufstehen? Ich glaube schon. Ja. Hier kann ich auch gerne vorbeilaufen, denke ich mal. Und mich hier jetzt nochmal verstecken. So. Dann sollte mich niemand entdecken. Komme ich jetzt noch mit dir ins nächste Gras? Ja, mit 3 Zügen auf jeden Fall. Komm. Machen wir. Steh auf. Wobei, kann der nach oben gucken? Nein, kann er nicht anscheinend. Okay, gut. War jetzt ja ein bisschen riskant. Ich weiß. Aber ich will jetzt nicht, weiß ich, viele Phasen damit verschwenden, dass ich nichts schaffe. Wobei, wir kommen nicht mehr ins Gras. Wir kommen nicht mehr ins Gras, glaube ich. Ich glaube, wir haben wieder verkackt. Geil. Ja, wir haben verkackt. Definitiv. Ja, Mission fehlgeschlagen. Sehr schön. Gut, wir machen alles nochmal genau so. Nur, dass ich da unten im Gras bleibe. Fuck. Okay, gut. Ich bin mit Raz schon weiter gelaufen, als ich eigentlich wollte. Und wie man sieht, sind der Ausdauer ist noch fast komplett voll. Ich habe diesmal in der ersten Phase direkt ein bisschen was anders gemacht. Bin ein bisschen weiter mit ihm schon gekommen. Und dann war das jetzt kein Problem gerade mal. Deswegen bleibe ich jetzt hier. Also, ja. Hat sich der Neustart doch nochmal gelohnt, ne? Ich beende aber hier an dieser Stelle auf jeden Fall die Phase. Mehr lohnt sich gerade nicht mehr. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich gerade mit Claude machen soll, weil irgendwas werde ich doch noch mit ihm machen müssen, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht so ganz. Aber ich glaube, die Leute rennen die ganze Zeit nur hin und her auf denselben Positionen. Ja, sieht sehr stark danach aus. Das heißt, ich muss mir auch genau merken, wo die immer hinrennen jeweils. Aber mit Claude kann ich ja jetzt gerade gar nichts mehr machen, oder? Außer ich verstehe hier irgendwas falsch, aber hier komme ich auf keinen Fall durch. Und einen anderen Weg als den hier gibt es nicht, also hat es keinen Sinn irgendwie. Gut, dann würde ich sagen, ich renne jetzt mal mit Raz da rüber ins nächste Gras. Ich glaube, mich sollte niemand... Der da oben könnte mich sehen, oder? Könnte der da oben mich sehen? Ich glaube schon. Ja. Offensichtlich schon. Sagt mir das Spiel sogar selbst schon. Damn it, he's staring right at us. Keep moving, you idiot. Doesn't look like he's gonna move anytime soon. He'd have a clear view of us from that vantage. All right, let's ignite those explosives. Man, you sure about this? Look at where it's placed. The tree ought to shield him from the explosion. And if we're lucky, the tree might fall over and give us some cover. Yeah, I guess. Well. Okay, wenn du meinst, also ich ging ja davon aus, dass wir wirklich nichts treffen dürfen, außer die Ziele, auf die wir schießen sollen, aber diese Kisten zählen wohl nicht dazu. Hauptsache, wir zielen auf keine anderen Gegner. Treffe ich das wohl von hier aus? Scheinbar. Und Raz feuert echt immer nur einzelne Schüsse gerade ab. Ha. Alles andere wäre wohl auch zu auffällig, ne? Gut, dann können wir jetzt hier durchlaufen. Der sieht mich nicht, oder? Ich glaube nicht. So, bleiben wir mal hier. Kann ich... Hinter den Sandsäcken werde ich auf jeden Fall entdeckt. Und ich werde jetzt auf keinen Fall mehr am Ziel ankommen. Das heißt, eigentlich muss ich jetzt 2 Phasen beenden. Direkt hintereinander. Weil der jetzt gerade da steht, wird halt hierhin zurückgelaufen und dann wieder zurück. Ich habe jetzt noch 5 Züge. Aber ich traue mich gerade ganz ehrlich gesagt eigentlich nicht. Okay, wir probieren ein bisschen rum. Ja, gute Idee. Nein, absolut nicht. Steh auf, Raz. Renn mal eben hier hoch. Doch, so, sollte machbar sein. Sollte noch sehr machbar sein, tatsächlich. Hallo. Okay, ist noch nicht nah genug dran oder ist halt nicht auf der richtige Winkel oder so, keine Ahnung. Jetzt ist es der richtige Winkel. Komm schon. Dein Ernst, ich hasse dich, Raz. Ja, ja, guck mich ruhig noch an, das bringt's nicht. Das drückt mich echt nicht weiter gerade. Ich muss gleich noch zurückkommen, ist das Ding. Und ich weiß echt nicht, ob ich das noch schaffe. Ich meine, ich habe jetzt auch, ja, 4 Züge quasi, aber
Mal sehen. Danke, weg mit dir. Oder ist die Mission jetzt schon beendet? Okay, die Mission ist schon beendet. Ja, dann. Kein Problem, kein Problem. Sollte sogar ein A sein, weil perfekter ging das, glaube ich, gar nicht so wirklich. Von der Anzahl der Phasen her. Wow! Private, that was one hell of a display. You might just be a decent marksman after all. Na, hell with it. Kai, that was downright incredible. Oh, it's finally over. Man, I'm beat. Ja, und ob das wirklich so super war? Ich meine, so lange wie sie für jeden Schuss angeblich gebraucht haben soll. Come on. Yeah, me too. We can't let our guard down yet. Der langsamste Sniper der Welt. We have to hurry and get back. Come on, we should go now, while the instructor's distracted. Right. If we blow our cover now, it's not gonna be pretty. Yeah, definitely not. Ja, die Mission war auf jeden Fall sehr interessant. Also ich mochte die Mission an sich. Und ja, ich habe ein A. Endlich mal wieder. Aber doch erst im dritten Versuch. Wow. Ja, also wie gesagt, ich mochte die Mission an sich. Aber man hätte das, finde ich, ein bisschen deutlicher machen sollen, wo ich entdeckt werde und wo nicht. Und ich hasse es auch ein bisschen, dass ich nie weiß, wie weit ich genau noch rennen kann. Diese Anzeige sagt halt so wenig aus darüber, weil man es halt trotzdem immer noch sehr stark abschätzen muss. Naja, aber... Das sind meine Nitpicks. Wir machen weiter. Kai hat's geschafft. Kai ist offiziell Kai. Somehow, we pulled it off. God, that was even more stressful than the actual Ranger course. I think my hair's falling out. Kai, something wrong? No, not really. It's just a little strange. I don't think I've ever missed that many times with a rifle before. Huh? Wait, you've used a rifle before? Well, yeah. Around the time you all enlisted, I joined Hoffman's Town Watch. I was their sniper, so I thought I was a better shot than this. I guess the old second-hand guns handle pretty differently from Federation rifles. Wait, what? First I've heard of it. If you've used a rifle before, you should have at least hit one... Yeah. Und vor allem hätten wir uns die ganze Scheiße theoretisch auch sparen können, wenn du vielleicht ein bisschen noch geübt hättest damit vorher und dann hättest du es vielleicht von selbst geschafft. Oh wow. Wait, let me see that. I don't think these sights are set right. Hm? What the? You're right. These sights are totally off. Really? If anything, it's impressive that you got that close with an inaccurate scope. Wait, then here. Set it right and try again. Sure. What? How is she that good? Wir hätten uns die ganze Scheiße sparen können, verdammt nochmal. Bullseye. Everyone. She might even be a better shot than Kai. Huh. This gun's a lot easier to use than the Watch's rifles. This scope thing's pretty handy. Kai, you're... You're even better than your brother. I'm Kai. I don't have a brother, just a sister. Everyone, I want to thank you. You've done so much for me. I swear to you all that I'll return the favor with my skills. So I hope we can all work together. This is what you wanted, right, Kai? Ja, das ist es wohl, das ist es wohl. Und befriedigt, Riley. Hast du genug erfahren? Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, muss ich zugeben. And that's it. Since then, Lena's been Kai. She even earned that nickname. Deadeye Kai, they call her. Oh, come on! Not even a golf clap? I just gave away our biggest secret with a story and everything. But there are still some things you haven't answered. Kai, the real one, I mean. Where did he go after that? Ja, genau das habe ich auch gedacht, Riley. Oh mein Gott, du bist heute echt auf meiner Seite. Denn das wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir ein großes Mysterium endlich gelüftet. Wir wissen, warum Lena jetzt Kai heißt. Es war nicht ganz das, was ich erwartet hatte, gebe ich zu. Aber, ja, okay, der Grundsatz war ja auch irgendwie offensichtlich, dass es irgendwie mit dem anderen Kai zusammenhängt. Oh mein Gott, was für eine Überraschung.
Aber jetzt haben wir ein neues Mysterium. Wo ist der echte Kai hin? What was this secret mission that Command put him on? Wasn't he hurt? Is he ever coming back? Sorry. But I don't have those answers. No one's heard a peep from him since Lena showed up. So for all we know, he could be dead. Oh, das konnte er. Das war auch meine Theorie eigentlich. Please. There's no way he'd die that easy. Aber mittlerweile glaube ich auch nicht mehr, dass er tot ist. Ich glaube, es ist noch wesentlich mehr mit ihm passiert als nur der Tod. Didn't you try searching for him? It's ludicrous. You have no idea where he even is. Hey, he asked me a favor and I said yes. That's all. Beyond that is none of my business. I just trust his decisions. He's not the kind of guy to make the wrong choice. That's idiotic. Maybe, but that's how we do. We trust each other. So parading his sister around as a man and dragging her into combat is your thing? Well, don't worry about that. He asked us to look after her. So I'm gonna protect her. Whatever it takes. Ja, hat ja bisher super geklappt. Jeez. That's the most idiotic part of all of this. How do you expect to constantly guard her on a battlefield? Hmm? Oh, looks like Claude and the others are back. Finally, I can go back to my tent. Hey, just so we're clear, you mind not telling Kai we talked about all this? Why not? I mean, she's got it hard enough as it is. I don't want to go reminding her about her brother. Yeah, I can understand that. Those two were really close after all. I hope we can all be together again someday. Maybe back in Hafen. Once things are peaceful. That'd be nice. Back when we were kids, we had to say goodbye once curfew hit. But now we can drink all night, and I got loads of stuff to talk about with you guys. Like I'd stay up all night listening to your drunken rambling. Come on, we should head back before we freeze to death. There's no place like home. Home sweet home? You mean that tent buried in the snow? Well, at least it's out of the wind. Yeah, let's go. Und wie soll Claude dann dem Wind lauschen, ha? Das ist doch relevant. So, aber dann geht's beim nächsten Mal weiter mit dem Kristallmeer. Kapitel 8. Dann erfahren wir endlich, was genau es mit diesen Schiffen da auf sich hat. You don't know me. Ah, du bist auch dabei. Ich dachte, du bist eigentlich schon die ganze Zeit dabei gewesen, aber meinetwegen. Now, if you'd like to review the principles of ballistic trajectory, I can go over the formula. Ja, ja, klar, immer doch. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Dann beende ich in dieser Stelle natürlich den Part und beim nächsten Mal, habe ich ja schon gesagt, ne? Genau. Lasst auf jeden Fall wie immer einen Kommentar da. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis dann. Ciao.